Und dann schaut ihr später mit 80 Jahren auf den Sommer 2024 zurück und denkt euch, schön, ich lag mit flachem Bauch am Strand. Ich dachte, ein ganz guter Anlass, bevor bald wieder alle Diäten-Stories, Thematiken auf Social Media anfangen, weil ja bald der Sommer kommt. Die Bauchworkouts hier, am besten morgens, mittags, abends zwischendurch ein Protein-Shake. Snacks, Süßes, ganz schwierig. Also am besten nicht Eis essen gehen, macht das lieber zu Hause noch, am besten mit Proteinpulver strecken. Und dann schaut ihr später mit 80 Jahren auf den Sommer 2024 zurück und denkt euch, schön, ich lag mit flachem Bauch am Strand. Das ist die Erinnerung, die wir mitnehmen wollen. Es gibt zum Glück noch ein paar wenige InfluencerInnen, die ein ähnliches Bild von realistischen Körperbildern zeigen. Jackie Ellis zum Beispiel ein sehr tolles Beispiel. Ich glaube, kennen auch viele. Falls noch nicht, folgt ihr auf jeden Fall, weil sowas zu sehen, tut der Seele gut. Und umgekehrt, wenn euch irgendwas nicht gut tut, entfolgt bitte der oder demjenigen auf Instagram, TikTok, YouTube, was auch immer. Weil man unterschätzt, was so ein bisschen Feedscrollen am Tag, minütlich, stündlich mit einem macht, mit dem Kopf. Und deswegen kann ich mir immer wieder sagen, entfolgt den Menschen, die euch falsche Flöhe in den Kopf setzen und folgt denen, die euch gut tun. Wir machen uns jetzt eine Käseplatte mit ausreichend viel Käse, Tomatoes, Oliven für den gewissen Pep. Und da versuche ich jetzt gleich mal, sofern meine Fähigkeiten vorhanden sind, so eine süße Käseplatte zu machen. Und daran will ich mich gerne auch als 80-Jährige erinnern, dass ich mir hier so ein französisches Frühstück mache. Frage, die sich jetzt stellt, sieht das gut aus oder sieht das krass aus? Hier haben wir noch Brot. Die eine Hälfte habe ich hier schon ein bisschen abgebissen, weil ich schon während dem Beleg hier so Hunger bekommen habe. Für den Fall habe ich hier auch noch Trüffelmayonnaise, weil ich glaube, das könnte ganz gut matchen. Jetzt ist nur die Frage, jetzt seht ihr natürlich nicht die Platte. Soll ich sie jetzt einfach so halten? Auf den bin ich eh sehr gespannt. Das ist der von Simply Bee. Ich glaube, ich habe euch alle Käsesorten reingezeigt. Und die wollte ich schon die ganze Zeit probieren. Konsistent, ausbaufähig, aber vom Geschmack finde ich es eigentlich ganz nett. Eigentlich wirklich wie der Streukäse, nur in komischer Konsistenz. Aber es ist eigentlich ganz lecker. Als jemand, der aus Hessen kommt, kannst du keine Käseplatte ohne Kochkäse machen, weil das ist hier Pflicht. Er belegt jetzt keinen ersten Platz, was Schönheit angeht. Aber geschmacklich schon. Ich bin auch eigentlich gar kein Kümmel-Fan. Ich finde das absolut eklig, wenn ich das nur irgendwo im Brot oder so sehe. Beim Kochkäse ist das anders. Das ist die einzige Ausnahme. Da ist das Pflicht. Sonst würdest du nur noch Schmelzkäse schmecken. Und so schmeckt es nach leckerem Kümmel-Schmelzkäse. Und jetzt Baguette mit Trüffelmayo, darauf Feta und eine Olive. Ich glaube, das kommt anders. Oh ja, nicht zu vergessen Gérard-Mort-Käse. Ich finde das immer ganz toll, wenn man ganz schnell Frankreich nach Hause holen kann. Und das für wenig Geld. Ich mache mir jetzt auch französische Musik an. Dann bin ich wirklich in Frankreich. Thank you.
das war jetzt schon relativ weit weg davon. Also es ist sehr unglücklich. Nudeln Aglio e Olio. Wobei ich nicht weiß, ob man da Tomaten reinmacht, aber mir schmeckt das Gericht nur zu Hause, wenn ich es selber mache. Mit meinen Gewürzen. Und ja, man braucht da lediglich nur Kräutersalz, bisschen Tomaten. Knoblauch ist noch drin, das war es aber eigentlich. Also ein sehr einfaches, schnelles und günstiges Essen irgendwo. Vor allem spreche ich es gerade die ganze Zeit falsch aus, kann das sein? Heißt es nicht Aglio e Olio, nicht Aglio? Oh Gott. Das war auch so eines der meistgekochtesten Gerichte, die ich zu Hause gemacht habe. Mit 12 oder so, wenn wir nicht viel da hatten und ich hatte auch irgendwie keinen Bock und hatte auch keine Ahnung, mit was Nudeln gut schmecken. Wusste ich zumindest Olivenöl, Nudeln, ein bisschen Salz, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das habe ich tatsächlich echt oft und gerne früher gegessen. Ich würde auch sagen, dass das Studentenessen mittlerweile ist. Und nicht Nudeln mit Pesto, das schon lange nicht mehr. Ein bisschen Olivenöl, Tomaten, Ende des Monats. Das ist unser Essen. Wie jetzt mit dem Umzug ist doch teurer als gedacht. Ich glaube, das ist aber immer so, dass man das so ein bisschen unterschätzt. Wäre das Gericht ja auch perfekt. Wichtig, dass da auch ein bisschen Olivenöl unten schwimmt, damit ihr genug zum Eindrehen habt an Flüssigkeit. Feta wird sich auch noch ganz gut drauf machen. Nur erstens wäre es dann kein Aglio e Olio mehr. Und ich hatte heute Morgen so viel Käse, dass ich es wahrscheinlich die nächsten Tage nicht mehr sehen kann. Aber so muss eine Käseplatte sein. Und den besten Lippenglow kriegst du auch nur von diesem Nudelgericht. Das kriegst du mit keinem anderen Lippenstift hin. Kein Chanel auf dieser Welt kriegt das hin. Servus. Zur Feier des Tages bei Prüfung 3. Es geschafft ist die Hälfte. Pippo wird da drauf kommen. Lotus-Creme fände ich ganz geil. Also ich mag Lotus. Wenn du Milka-Creme magst, mag ich Milka-Creme. Ich finde auch Lotus dazu. Und eigentlich sollte man es nicht tun. Aber wir tun alle mal böse Dinge. Ja? Und da will ich mich jetzt auch nicht irgendwie rausreden. Das ist wirklich scheiße. Ich habe Erdbeeren gekauft. Obwohl man noch keine Erdbeeren isst um die Zeit und man auch keine kaufen sollte um die Zeit. Aber ich habe es trotzdem getan. Und da bin ich jetzt einfach mal ehrlich. Ne, da habe ich mein Karma. Die Erdbeeren schmecken nicht so süß. Ja, das ist ja. Mischt. Ab wann kann man Erdbeeren kaufen? Wann sind die wieder aus Deutschland? Wie lange dauert das? Ich glaube, im April, Mai ist es soweit. Okay, ich gedulde mich noch. Yeah. Yeah. Ja, hat er schon mal gut gesagt. Es hätte natürlich schöner werden können. Geschmacklich sind wir aber wahrscheinlich wieder on top of the world, ja? I'm on top of the world. I'm on top of the world. Maybe we don't wanna. Okay. Irgendwie sieht dein größer aus als meine. Nein, das bildest du dir nur ein. Deine war halt wieder die Versuchswaffe. Ja, über krasse Kombi. Ja, aber man braucht kein Obst. Doch. Ich finde, man braucht auch in einen Eisbechern, auf Waffeln, in Crepes. Braucht man kein Obst. Na gut, in Crepes, okay, sehe ich auch so. Aber ich finde es auch Waffeln, ob es Blaubeeren sind, Erdbeeren, nein. Himbeeren. Weil ich finde es ein bisschen doch, klar. Ja, ist schon gut. Ein gutes Rezept. Gutes Rezept, gell? Und wir hatten es auch in unter 10 Minuten alles fertig. Obwohl wir mitgefilmt haben. Der Teig. War in 2-3 Minuten gemacht. Unser Waffeleisen ist ja das von Rossmann. Das 15-Euro-Ding. Aber ich hatte damals fast 80 Euro für so ein Ding ausgeben müssen. Da habe ich gedacht, nee. Bin wieder aus dem Saturn gegangen. Jetzt habe ich auch geguckt. Dann bin ich nochmal zum Rossmann. Und wie war es heute? Es ist sofort wieder angesprungen auf grün. Es macht die Waffel direkt perfekt. Die brennt nicht an oder so. Es dauert nicht lange. Trotzdem schön fluffig. Und da hatten wir unsere 2 Waffeln unter 10 Minuten. Ihr Lieben, ich bin gerade hier schon am Abendessen zubereiten, kann man irgendwie sagen, ja. Und zwar gibt's Pizza,
die ich mir jetzt zusammenstellen will, bei Pizza Domino's heißt das, glaube ich. Die kenne ich von Arne. Sehr lecker, weil die eine riesen Auswahl haben. Unter anderem Sauce Hollandaise. Das ist geil. Ich habe das mal irgendwann gehabt. Aus Zufall, weil ich glaube, hatte ich da blind bestellt? Ich weiß nicht mehr. Aber turns out, es war richtig geil. Deswegen jetzt nicht irgendwie angeekelt gucken. Das schmeckt richtig gut. Dazu, ich suche es gerade, Champignons. Und vegane Filetstücke. Weil ich glaube, dass die Kombi aus Pilzen, Sauce Hollandaise und noch ein bisschen Chicken oben drauf ganz geil sein könnte. Und ich glaube, das bestellen wir auch. 14 Euro kostet. 15 Euro noch Liefergebühr. Ja, das klappt auch wieder super mit dem Geld sparen. Egal, wir haben eine Good Times, ist eine Special Pizza. Und bei Pizza ist auch so das Ding, sonntags habe ich zum Beispiel ein richtig leckeres Brunch zu Hause gemacht. Kann ich euch mal einblenden, war so ein richtig geiler Sesamring, wo dann so Shakshuka drin war. Habe ich mich mal inspirieren lassen von einem Café, weil wir das damals auch mal essen waren. Und es war sogar jetzt zu Hause hier viel besser. Aber bei Pizza ist das so eine Sache, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, die kriegst du nicht besser hin, als wenn du sie bestellst oder essen gehst, weil wir halt einfach hier keinen geilen Pizzaofen haben. Das ging schneller, als die Polizei erlaubt. Die war hier in, ich glaube, 7 Minuten. Das ging letztens auch schon so schnell. Das ist krass, ey. Noch schneller damals. Ja, das ist die Gude. Wie ihr seht, keine Tomatensauce, sondern Sauce Hollandaise. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Gell? Meine ich auch. Ich bin übrigens keine doofe Freundin oder so. Ich habe es dir durchaus angeboten, aber du wolltest keine. Ja. Ich wollte lieber Käsebrot. Arne kann besser sparen als ich. Beziehungsweise, willst du dich morgen? Doch, normal würde ich schon auf die nehmen, aber hat jetzt ein bisschen Angst, so. Magenbeschwerde. Könnte ja sein, dass die Sauce Hollandaise schlecht ist. Ja, das wäre schade, ehrlich gesagt. Ab nächster Woche, ne? Ab nächster Woche. Leute, wenn ihr das Video seht, nur noch eine Prüfung. Woo! Freitag, dann hast du es geschafft. Und dann können wir ihn offiziell Diplomjurist nennen. Nein, um Himmels Willen. Nicht? Also zum einen, weiß nicht, ob ich bestanden habe. Ja, nein, das wissen wir natürlich nicht. Muss ich dann auch andere Sachen machen. Ja, du musst noch 1, 2 Hausarbeiten, damit ich weiß. Aber im Herzen ist das schon. Das heißt, wenn ich mal irgendwie Scheiße baue, mal wieder ein Wasser zu früh im Supermarkt öffne, dann kannst du mich verteidigen. Nein, selbst als Diplomjurist kann ich ja noch kein Anwalt sein. Und das bin ich ja selbst noch nicht mal das. Mann. Ist noch a long way to go. A long way to go. Selbst bin ich bestanden. Okay, erstmal bestehen. Mhm. A long way to go ist immerhin nicht der Weg der Pizza in meinen Mund. Mhm. Ich habe jetzt aber gesehen, Mainz 05 hat Stellenausschreibung gemacht für Rechtsreferendar. Fußballverein, das ist Freunde, für die, die es nicht wissen. Aber da stand, überdurchschnittliches erstes Examen braucht man. Weiß ich ja jetzt noch nicht. Überdurchschnittlich ab 9, ne? Nee, ich weiß nicht, was sie damit genau meinen. Aber sowas finde ich ganz spannend. Am besten noch die Profifußballer verteidigen. Da stand man, setzt dann Verträge mit Sponsoren auf und was. Also das wäre echt dein Ding. Die Pizza ist auch dein Ding, wie ich sehe. Übrigens sehr lecker. Ist echt, ne? Ja, ja. Klingt auf den ersten Blick ein bisschen komisch, aber es ist so geil. Das Chicken ist auch voll gut. Das schmeckt schon rauchig. Mhm. So gegrillt. Mhm. Nein, nein. Leute, gucken wir die Discounter. Eine absolut witzige Serie. Das ist übrigens immer unser Abendritual. Weil es ist witzig, es ist. Wie heißt das denn? So schwebellos. So leicht, nein. Leichte Kost. Schwebellos. Ich bin schwebellos mit dieser Pizza hier. Schwerelos. Schwerelos, aber das passt auch nicht. Nein, es ist einfach eine leichte, witzige. Wenn man einfach so ein bisschen was gucken will, einfach in sich so reinlächeln will. Möchte die Serie gut. Schugi gesnackt. Die waren echt sehr, sehr lecker. Also ich muss mir dann nochmal ein zweites Pack von holen. Noch ist ja... Ne?
Die Oyster Edition sah nicht nur von der Verpackung schon aus, pink, echt gut geschmeckt. Aber ich muss echt sagen, diese hier Knusperwaffel mit Joghurt, das ist einfach nicht meins. Ich hätte es ja schon merken müssen, als ich Reiswaffeln mit Joghurtgeschmack hatte. Oh, die schmecken fürchterlich und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil der isst die auch nicht. Hätte ich vorher sagen können. Gibst du morgen deinen Pumpel mit? Hier, sagst liebe Grüße von Sophie. Ich habe auch nur eins gegessen, ein halbes. Damit der letzte Snack jetzt nochmal besonders betont wird, mit gutem Licht. Ja. Das blendet, gell? Ja. Yeah! Es gibt jetzt noch den liebsten Snack. Jetzt? Ja. Ja, zeig den Leuten mal, wie viel Uhr es ist und dass wir uns jetzt schon bettfertig machen. Es ist 10 vor, jetzt blende ich mich selbst mit meiner Taschenlampe, 10 vor 9. Da kann man durchaus noch was essen, Schatz. Ja? Ja, ist gleich Schlafenszeit und ich muss morgen wieder um 7:15 raus, damit ich den Guten zur Prüfung lagern. Aber ich will. Ich kann auch anleihen. Nein, aber ich will dich begleiten, weil dann gebe ich dir noch ein bisschen gut. Nicht. Ja, ich, damit ich morgen 7 Uhr aufstehen will, ist noch ein bisschen Energy. Ich habe dann auch tatsächlich immer erst so gegen 10:30 Hunger, weil es am Abendsnack liegt, ich sag's euch. Mach du dich schon mal fertig. Das kannst du gar nicht mehr erzählen, ja. Aber für Frühstück. Meine Gehirnzellen müssen funktionieren, ich weiß. Kommt jetzt einfach Cashewmus drauf. Ich hatte es ja schon mit Pistazienmus probiert, aber ich muss sagen, mit Cashewmus, das habe ich in letzter Zeit für mich entdeckt. Mmh. Schmeckt das am allerbesten. Nicht mal mit Erdnussmus schmeckt das schon lecker. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan, Nussmus pur zu snacken. Da bin ich aber raus, aber auf einer Dattel. Das ist schon was anderes. Das ist schon lecker. Mmh, mega. Ja, ne? Das war aber nichts mit Donnerstag. Das war auch wieder nichts mit diesem Outro. Es tut mir wirklich leid. Ach, diese Woche nimmt eigentlich jetzt auch gleich ein Ende. Auch die Prüfungswoche ist dann damit fertig. Ja, besser spät als nie. Hier ist das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beziehungsweise wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ein ganz, ganz schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend. Und dann sehen wir uns wieder am Sonntag trotzdem zu einem neuen Video und hoffentlich am Sonntag. Es wird nämlich ein Too-Good-To-Go-Video und bisher ist das auch sehr cool geworden. Vielleicht sehen wir uns da wieder, ne? Bis dahin, Kussis. Ich umarme euch ganz fest und bis Sonntag. Tschüssi.